Man muss den Willen haben. Ich will und werde. So. Und dann kann man heute noch in eurem Alter jeden Beruf erlernen, den es gibt. Jeden. Man kann Ärztin werden, Hebamme, man kann Architektin werden, man kann eine ganz bekannte Künstlerin werden, man kann alles werden, wenn man will. Kann man heute noch. Kann man machen. Gar kein Problem. Aber ihr wollt ja nicht. Hm? Ach doch, ich glaube schon. Es gibt genug Beispiele. Es gibt genug Beispiele. Ja? Und das Künstlerische ist der wichtigste Aufenthaltsort, wenn man älter wird. Es gibt nie Langeweile. Man ist nie allein, auch wenn man allein ist. Man ist immer in Bewegung, geistig, innerlich und mit sich zufrieden. Und ich mit meinen Kindern um mich herum, ich könnte hier 100 Jahre eingeschlossen sein im Haus. Ich hätte keine Minute Langeweile. Ich hätte so viel zu tun, dass ich das gar nicht schaffen würde. Ich schaffe das eigentlich gar nicht, was ich mache den ganzen Tag. Bin immer, ich sitze da von morgens bis abends, nachts um eins gehe ich ins Bett. Ich gucke eine halbe, dreiviertel Stunde Fernsehen. Und zwar viertel nach zehn Tagesschau. Eventuell dann mal eine Kultursendung, die nachkommt. Sonst sitze ich da. Oder sitze an der Orgel oder am Klavier. Schreibe, lese, sehr viel, das Feuilleton und das, wichtige Aussprüche notiere ich mir, damit ich nicht vergesse, das war jenes. Ja. Dann habe ich meine Malerei. Ich könnte 1000 Jahre hier sitzen, Langeweile gibt es bei mir nicht.